Servus, grüß euch, Habidere. Willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Heute zocken wir Slayers X Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer. Ist ein Ego-Shooter. Ich lese euch das kurz aus dem Game Pass vor. Also, hast du es drauf, ein X-Slayer zu sein? Sieben Waffen, Blut und Gewalt, verzerrte Musik von C-Page und Psycho Syndicate und Maps, wo du alles sprengen kannst. Das ist der Wahnsinn. Hab angefangen, das 1998 in der Schule mit meinem Kumpel zu machen und jetzt bin ich 37. Hab also Lebenserfahrung. Alles klar. Ist im Game Pass seit genau dem 1.6. Hat 2,61 GB Installationsgröße. Entwickelt von Big Z Studios und veröffentlicht von No More Robots. Ja. Es sieht oldschool-mäßig aus. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich würde nämlich sagen, das machen wir zusammen. Und dann, ja, nicht lang schnacken. Gun in Nacken. Gehen wir mal rein. Ich hoffe, wie immer, euch allen da draußen geht es gut. Ich höre, aber sehe nichts. Ah, this game uses autosave feature. Do not turn off your system. When I was 16, I designed a computer game in this notebook, and it was awesome. But then, it got lost. Or was it? Ja, aber da ist jetzt Musik dabei, das ist bestimmt alles geschützt. Das dürfen wir nicht so laut lassen. Wir gehen hier auf Einstellungen, wir gehen auf Audio und Musik machen wir so ganz leicht im Hintergrund. Okay? Und dann machen wir einfach, schauen wir, wie cool das mit der Hand ist. Gehen wir mal aufs Spiel starten. Kein echter Gamer, normaler Gamer, bin großartig. Ja, also bin großartig, das ist. Das passt sich ganz gut. Scheiße, jetzt ist hier schon wieder so laut. Hoffentlich kriege ich da keinen Copyright Strike und nix. Warte, ich rede einfach ein bisschen drüber, dann sollte das gut passen. Sieht auf jeden Fall schon mal. Ja, jetzt haben wir so die Matrix am Rollen, aber es geht ab. Okay, okay. Ja, okay. Sieht alles oldschool clunky aus, eh nicht schlecht. Ja, aber ich glaube, wir müssen einfach weitermachen. Ich würde es gerne zu Ende schauen, aber wie gesagt, das ist nicht geil, wenn man da dann geschützte Musik in seinen Videos hat und dann hier YouTube kommt und sagt, hey, du kleiner Huso, mach das nicht so. Deswegen, ja. Weiter. Okay, Sekunde. Einstellungen. Gameplay. Mausglättung. Controller X Sensitivity. Achso, halt, wo ist denn hier Mausempfindlichkeit hier? 1, 3, machen wir direkt auf 1. Genau, das ist dann genau die Hälfte von dem, was es jetzt war. Aber das ist ja immer noch voll krass schnell. Ne, jetzt muss ich für euch langsamer machen, weil sonst. Ich sehe es, aber im Video ist es dann so schnell, dass ihr dann nicht mitkommt. Und das ist halt dann auch nicht geil. 04. Cool so? Geht das? Okay, nice. Kein zurück. Will auch nicht zurück, jo. Wir schauen uns das hier alles an. Ich will noch nicht schießen. Hackblatt. Dann haben wir unten links Health. Dann das Gesicht. Das ist praktisch wie bei Doom. Je mehr Schaden das er kriegt, umso kaputter sieht das Gesicht dann aus. Dann haben wir halt die Waffen. Okay, eins ist nicht. Ah. Die Pistolen, die ich jetzt habe, die sind nicht 1. Die sind jetzt 2. 1 ist dann vielleicht irgendeine Nahkampfwaffe und rechts haben wir dann Hackblatt 0. Okay. Doppelpistole. Doppelpistolenmunition. Müssen wir erstmal ein bisschen klarkommen hier aufs Spiel. Es wäre cool zu wissen, ob es auch so einen Melee-Attack gibt. V. F. F. Was macht denn F? Keine Ahnung. Das. Hä? Ach, das ist ja Glas. Achso, hier kann man stehen. Ah, okay. Da sieht man dann Doppelpistolen, einen Glaswerfer, explosiver Abwassermörser, X100 schnell. Mull, was? Mull?
ich weiß, ja, irgendwas. Es sieht auf jeden Fall aus wie eine Minigun. Dann dreifach Helix Raketenwerfer, Hackblut-Talisman, Schauen. This is the Hackblood Talisman. It is only used by the most powerful Hackblood Masters. It is a mystery. Ach, da kann man sich dann alles. Ach, das sieht ja. Okay. Ja, passt. Alles gut. Schau mal hier, ne? Okay, cool. Dann, was haben wir hier in dem Raum? Ein Radio, das machen wir nicht. Was haben wir hier so? Das ist alles aus. Im Bedarfsfall die Glasscheibe einschlagen. Die Ratten sind freundlich. Okay. Free pizza for all. X-Layers help old woman across street. Zane CEO Hero. Newest X-Layer saves world. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Hallo? Hallo? Benutze. 50 Cent? What a rip-off! Just shoot it! Ah, okay, da gibt's ein Leben. Ring, ring. Beep. Welcome to the X-Layer Hotline. Leave a message. But if you're a psycho, shove a turd up your bunghole. Alles klar. Ist das hier Glas? Ich glaube nicht, da falle ich runter. Checken wir mal hier so lang. Sprechen. Es sagt, sie ist Dreck und keine Scheiße. Das ist aber blöd übersetzt. Der Anfang. Peng peng, pew pew, get up and go to school. Dude, why do you sound like my mom? Oh! Ah, da hat er geträumt. Well, this sucks. 10 minutes later. Und dann fährt er da in die Schule. Und bla bla bla. Ja, das ist, sieht alles ganz nett aus. Aber wir wollen uns ja hier erstmal so ein bisschen aufs Gameplay versteifen. Versteifen? Ja, auf jeden Fall Gameplay, gell? So, benutzen. Okay. Ja, bis jetzt ist ja eigentlich ganz fein, gell? Also, ich mag so Shooter im Retro. Ja, das war lustig. Also, alle zerbarzt hier. Schauen wir hier mal hoch. Was haben wir sonst so? Sitzt einer. Mit dem kann man bestimmt reden. Hier überall irgendwelche Körperteile mitten am Boden und es regnet und. Ah, Cutscene. Zane. The Psychos. They found the steel sewer. Our secret base. They know about the Hackblood. You must. So, da so Shoulder Pads an oder was? I give you the S-Blade. Cool. Thanks, man. Thanks, man. Whatever you do, Zane, don't let them get the Hackblood Talisman. Go to the steel sewer and get it before they do. Oh, yeah. And one last thing. Was wäre? I am. Your Mikey, no! Oh no! Mein Bruder, mein Vater, meine Schwester, meine Tante. The S-Blade has a Hackblood charge. Ah. Okay, mit der kann ich auch schießen. Okay, cool. Wäre interessant zu wissen, wenn die Munition da aus ist, ob ich dann trotzdem noch zuschlagen kann. Glaubst du, wer du bist da hinten? Schieß nicht auf mich. Ja, ich schieß auf jeden Fall zurück. Alter, du kennst auch viel aus. Lecco mio. Was warst du überhaupt? Oh, da kommen dann ganz viele. Nice. Schauen wir mal. Wow. Hi, was immer ihr auch seid. Ich würde das gerne einsammeln. Ich glaube, wir gehen unten lang. Schauen wir mal, hier kommt noch so einer. Glaswerfer. Ah, ist sowas wie eine Shotgun. Nice. Ups. Achso. Ah. Geil.
Yay! So, ja, ich glaube, das reicht schon wieder. Okay, rote Fässer, mag ich immer gern. Glasblaster, lade ihn mit zerbrochenem Glas. Nur für Schrottplatzpersonal auf dem Schrottplatz. Zur Selbstverteidigung. Ihr habt ja hier krasse Viecher am Schrottplatz. Burger! 1, 2, hey, das sieht aus wie ein Wendy's Burger mit den viereckigen Patties. Boah! Sag mal. So. Burger habe ich gegessen. Jetzt habe ich aber nicht aufgepasst. Hat mir bestimmt Leben gegeben. Wer schreit? Ich mache hier erstmal diese. Was auch immer weg. Ja, I'm on my way. Also es funktioniert halt gut, aber das erwarte ich ja auch mit so einem Spiel, was jetzt dann praktisch so oldschool gemacht ist. Aber es gibt genug gute Oldschool-Spiele, an denen man sich da hier, wie sagt man, orientieren kann. Ich muss irgendwo zerbrochenes Glas finden, weil ich brauche Munition. Ja, ja, warte mal, hier sind überall Gegner. Ich helfe dir gleich. Ich helfe dir gleich. Sollte es eigentlich nicht geben, weil es hat es mir auch nicht gegeben. Okay, ja, Nahkampf gibt es dann. Burger gibt mir 10. Okay, warte, wir lesen uns das gleich durch. Wir müssen erstmal den hier auseinanderhacken. Alter, diese aber, also stark ist die frei nicht, die Waffe. Lame. 1, 2, 3, 10, 3, 4. Ja, ja, das ist schon. Kann ich da. Ah, ich kann einfach draufbleiben. Einfach draufbleiben. Soll ich mit dem Ding machen? Nichts. Okay. Ha. So, einstempeln muss ich nicht. Nichts mit Arbeiten heute. Okay. Was gibt es hier noch Schönes? Schau, wie hier das, die Getränke, ich verschwende hier alle Getränke, ja. Ah, ah, ich kann Glasscheiben kaputt machen und krieg dafür Munition, yo. Ah, okay. Das lassen wir jetzt einfach alles an, yeah. Okay, passt. Dann retten wir mal die andere, weil die wollte ja unbedingt gerettet werden. Mother Flipper. Mother Flipper. Ja, yes, so sehen wir aus. I'm awesome. I am awesome. Und jetzt machen wir das Ding kaputt für Munition. Jawoll. Ah, wir haben beide Seiten gleich kaputt gemacht. Stabil. Slopos Kinderwelt. Spielzeug des Monats. Das Glas brauche ich leider. Da liegt ein Burger. Sehe ich hier. Ja, da sehe ich auch einen. Fresse! Wo hat er mich...
verfolgt er mich, oder was? Wo bist du? Ah, der verfolgt mich, Alter! Die S-Blade has a Hackblood Charge. So. Boah, das spielt sich echt voll nice. Das macht Spaß. Also, wie gesagt, im Game Pass gibt es, wa? So, wir sind jetzt wieder voll. Boah, ich habe irgendwie das Bedürfnis hier wieder... Sorry, Leute. Aber das muss jetzt sein. So. Ah ja, hier ist kein Glas mehr drauf. Hä? Ist da nicht irgendein Mädel drauf vorne? Hä? Willkommen in Onkel Frankies großer Deponie. Ich bin verwirrt. Oh. Oh. Okay. Aber... Ja... So, gehen wir da rein. Hier haben wir überall Munition. Das brauchen wir alles. Oida! Was ist jetzt? Nix. Passt. Hallo? Komm mal hier das Glas auf. Nee. Da ist kein Glas. So, aber wir haben hinten irgendwas verpeilt, jo. Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Kann ich laufen? Ah, warte mal, vielleicht kann ich einstellen, dass ich immer laufe. Jawohl, jetzt macht es alles Sinn. Piu, piu. Piu, piu, piu. Schlechte Angestellte des Monats, Stephanie. Ja, die Steffi. Traurig, aber schlecht. So. Achso, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich nochmal zurück hier Müll deponieren. Zeugs, weil wir wollen ja gucken, was wo es da weitergeht oder was da hinten noch ist. Und falls es hier weitergeht beim Fastfood-Laden, dann müssen wir halt wieder zurück. Aber wir müssen alles erkunden. Alles erkunden. Hopp, hopp, schau, da ist das Hauptbüro. Das ist schon mal wichtig. Double Kill. Nicht vergessen abzuputzen. Was denn? Ich bin eh voll, oder? Da sind Fischchen. Kleine Makrelen oder irgend so ein Scheiß. Hier ist also nichts drin, außer drei Gegner. Ja, hat sich eh gelohnt, weil killen will ich ja eh die Leute, weißt du? Das ist eh. Das ist. Oh, das ist gefährlich. Da kann man bestimmt warten. Das war's schon. Okay. Mein Süß. So süß. Und da. Boom. Okay, auch voll nett. Bounce. Yeah. So, da ist doch bestimmt noch irgendwas. Darf ich da hoch? Ich hab gedacht, hier kommt man irgendwo weiter. Dabei kommt man nur wieder zurück. Ich bin verwirrt. Ja, genau, von hier bin ich ja gekommen. Hier ist der Kumpel von mir. Du Armer! Oh, du hast mir die Klinge gegeben! Gut, dann weiß ich, wo ich lang muss. Wir haben hier das alles erkundet. Wir sind jetzt knapp bei 18 Minuten. Gucke an. I'll take that glass. Ja, Mann. Insgesamt kann man 80 Shotgun... Irgendwas nicht. Komisches Geräusch. Wir gehen mal hier weg. So. Was ist hier so? Ah. Secret Area. Ja, also die ist echt voll kacke. Macht irgendein komisches Geräusch hier die ganze Zeit. Gar nicht so geil. Ah, hier unten habe ich Was? Wo geht's denn überall lang? Bin ich nah genug? Ja. Ist das hier das Ende?
Ja. Moin. Hätte ich den Hasen nicht killen sollen? Sieht fast so aus. Fick dich, Hase! Also, wenn er nur sitzt und nichts macht, dann ist er entspannt. Wenn man ihn anhaut, dann mutiert er gleich zu irgendeinem Dämon, Alter, und ja, es ist so ein kleiner Hasendämon, Alter. Kann ja eh nichts. So, checken wir mal weiter. Oh, hier sind wieder Gegner. Da wo Gegner sind, sind wir gut. Ja Mann, du stickst noch Kacke. Verreck. The S-Blade has a Hackblood charge. Also ich muss immer schauen, dass ich die auf meiner Höhe kill, damit ich ja die Hackblood. Ach so, das ist immer Charge dafür. Ah. Okay. Gegner killen heißt Munition für. Ah, das da. Ach so, aber ich bin jetzt gerade voll mit der Hack. Okay. Alles klar. Komm ich nicht hoch. Slopus, Fladenberger. Ah, okay, jetzt sind wir hier wieder außen. Passt. Passt. Jetzt sind wir aus Versehen wieder genau da, wo wir eigentlich hin wollen. Das ist ja nice. Jetzt schauen wir noch, ob irgendwo noch Glas ist, weil Scheiben braucht man dringend. Scheibe? Ich glaube, wir haben hier so gut wie alles schon. No more Glas. Okay, passt. Dann raus vor links. Wrong way. Dann gehen wir da mal lang. Okay. Alle freuen sich in dem Spiel, das ist voll nice. Aber warum sollte man sich auch nicht freuen? Ne? Oha! Oha! Ja, aber wir schauen jetzt erstmal hier hin. Die Musik im Hintergrund ist halt echt, bangt halt voll rein, gell? Aber wir können vielleicht ein bisschen lauter machen. Ein kleines bisschen. Nur ganz, ganz wenig. Ich möchte keinen Ärger. Hackblade! Bitte, bitte, bitte! Was kann ich mit dem Kopf machen? Schießt er jetzt für mich? Hallo, ich habe hier einen Kopf gefunden. Möchte den irgendjemand haben? Hallo? Kopf? Oh. Oh. Pretty stupid. Ja, gib mir das Glas. Gib mir das Glas. Oh, da ist Schminke, Alter. Zack. Was? Jetzt was? Sag mal. Mehr Glas. Sehr gut. Öffnen. Cola gegessen. Cola getrunken. Oktober 98. Und da. Potatoes earned. Ah, schau, das sind ja wir hier.
Ich hier rechts, er, der gestorben ist, hier links und sie, das ist glaube ich die gekidnappte, oder? Achso, kann man nochmal aufmachen. Hallo? Hallo? Ah, da komme ich in den zweiten Stock hoch. Sehr gut. Hi, sorry für die kaputten. Wir hatten das geschrieben. Für ist ohne H, kaputten ist mit 2T. Die Kacke ist mit CK, falsche Wohnung, da fehlt das H. Entschuldigung. Entschuldigung. I wish I could hold my nose, but I'm holding weapons. It smells like a ball of turds mixed with sardine bubbles. Ja, aber echt, Alter. Das ist ja hier alles einfach nur Scheiße. Alter! Hier, das ist alles Scheiße. Der hat ja hier alles so voll gekackt, ey. I'm incredible! Manna. Was ist mit den Gegnern, Alter? Hallo? Wie langsamer? Ja. Das ist echt ein cooles Spiel und das erste Level geht echt lang. Ne? Ne? Aber ich glaube, das Haus haben wir jetzt auch schon soweit ausgekundschaftet. Das will auch nicht weg. Ja, dann müssen wir vielleicht. Ups. Ich will doch gar nicht aufs Klo. Müssen wir vielleicht hier nochmal. Da ist ein Pinguin. Familienunterkünfte. Wie kommen wir jetzt denn rüber da? Hier. Achso. Gut. Nochmal außen rum. Dann nochmal rein hier. Weg. Mal hoch hier. Dann geht's hier so rüber. Oha. Und dann nehme ich mal die Shotgun in die Hand. Da geht's nicht durch. Ja, in den ersten Stock. Achtung! Home sweet home. Or it used to be. Rip Mom. Oh. Hallo Pinguin. This was my mom's. I miss her. Das ist eher traurig, ja. Glas? Nein. Saints Mutter. Miss you, Mom. Ah. Oh. World Champ. Ja, da hat es 3 Glasscherben gegeben. Sehr gut. Komme ich zu meinem Computer, ohne dass es mich wegwartet? Cataclysm. Okay. I am the X-Layer. The Psychos attacked the X-Layer Training Dojo. Not on my watch. Hat's jetzt einen Erfolg gegeben. Es gibt auch Geheimnisse. Ah. Interessant zu wissen. Ready up. So, das ist jetzt mein neues Zimmer. Wir haben das erste Level durch. Ich muss sagen, das werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Das ist recht nice. Es schießt sich gut, die Gegner sind lustig, die Sprüche sind ganz nice. Der Grafikstil gefällt mir sehr gut. Gibt's im Game Pass. Wahrscheinlich auch auf Steam für ein paar Euro, ich weiß es nicht genau. Könnt ihr gerne selber nachschauen. Und ja, wie gesagt, ich glaube 2,61 GB ist es groß. Und probiert es doch auch gerne mal aus, wenn ihr Eco-Shooter spielt. Dann danke ich fürs Zuschauen. Gerne liken, abonnieren und kommentieren. Wenn es ist, natürlich auch gerne disliken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace, yo.